Moin Moin, willkommen zurück bei Evil Gaming TV mit Kette and Crops und wir sind noch immer in der Ernte mittendrin. Wir tuckern hier mal so langsam ein Stückchen hinterher. Ja, wir haben eine Safe Game kreiert. Oh, passt ganz schön was rein in den roten. Aber ich glaube, das ist auch ziemlich grenzwertig. Ist er voll? Oh oh. Fahren wir ein Stück zurück. Na? Der Anhänger ist noch leer? Schön schlammig. Ich werde mal vielleicht das Feld ein bisschen abtrocknen lassen sollen. Huch! Alter, guckt euch das mal an! Na? Übel. Schlammschlacht. Alter, hier ist gerade echt übel. Hallo? Vorwärts fahren, bitte. Alter! Der liegt echt auf. Alter Schwede, sind da Löcher drin! Alter! Hey, warum geht der einfach weiter? Hallo? Warn mich doch mal vor! Okay, wir haben nicht aufgepasst, aber... Ich glaube, wir sollten nicht so in den alten Fahrrinnen fahren. Ich glaube, das ist nicht gesund. Hier sacken wir nicht ganz so tief ein, aber vorne ist schon wieder pitchnass alles. Ich hoffe, dass die Zwillingsbereifung irgendwann endlich mal was bringt. Na, guck die Textur ein bisschen durch, schade. Aber mir gefällt der Anhänger trotzdem noch gut. Auch wenn er seine kleinen Macken hat. Dass man hier in diesem Wasser nicht einsinkt. Ja, müssen sie mal... Ah, die, eigentlich wollten sie ja den Boden eigentlich machen. Mit dem... ursprünglich geplanten Patch, aber jetzt kommt ja dieses scheiß UI. Ja. Könnte aber für unser hoffentlich bald endlich mal startenden und weitergehenden Cockpit-Projekt hilfreich sein. Wenn man mehr Menüpunkte anpassen kann. Dafür könnte das tatsächlich sehr hilfreich sein. Der Mähdrescher ist laut. Der Häcksler ist laut. Was macht er? Hallo. Achso, er ist Vorgewende gefahren. Hä? Hey. Dann lässt er das aus? Okay. Boah, warte. Meine Nase läuft. Sieht ein bisschen doof aus mit der Textur da, aber... Ja. Yeah. Läuft schon. So, hat er sich irgendwo wieder festgefahren oder was? Ne, da hinten kommt er. Ohne Anhänger? Ha, der ist nicht gerendert.
Wie es aussieht, nur mit den Rädern. Jetzt ist er gerendert. Ja, am besten wäre es, wenn man eigentlich noch so einen kleinen Anhänger hat. Wenn man gerade wenn man mal wieder hinten Feld 3 oder so mit Hexe gut macht. Was? Oh, ich bin voll. Ne, das tue ich mir nicht an. Ja genau, noch so einen Anhänger auf jeden Fall holen. Auch schon für weitere Wege, weil er schafft es ja noch nicht mal bei dem kurzen Weg zurück. Da müssen wir eigentlich noch einen holen, aber 5000. Ah, wir haben nur noch 1000. Oh, wir sind pleite. Wir sind echt pleite. Scheiße. Ich muss mal gucken, ob bei der alten Version die Textur auch hier durchging. Ansonsten wechseln wir nochmal die Version von dem Anhänger. Ah, der kleine Deutz quält sich doch schon ganz schön. Ich denke, oh, das ist die Frage, wollen wir den anderen Mais verkaufen? Damit hätten wir zumindest den anderen zusätzlichen Anhänger noch drin. Aber ich glaube nicht, dass wir 1 Million Liter Silage verballern werden. Jetzt das. Das war auch nicht sehr gut. Genau. Das war die Heckhydraulik. Ich will die Fronthydraulik anheben. Geht das? Das ist die Fronthydraulik einklappen. Ha. Es kommt mir so vor, als wenn das Frontgewicht auf dem Boden schleift. Wenn das zu tief hängt. Aber so ist es eigentlich richtig. Oder wir machen das gleich mal anders. Wir nehmen das mal ab und nehmen das vorhandene Gewicht hier. Gucken, ob das damit besser klappt. Ist auch Resttextur drin. Die stellen wir dann mal hier ab. Nicht du, sondern... Na, hallo. Du. Dich weg. Dich dran. Sieht gerade aus. Sagt die Zeit, 9 Minuten. Attacke! Ich denke, einmal müssen wir noch fahren. Oder muss ich noch fahren? Ja, da bin ich festgefahren. Thank you.
Es wundert mich, dass er sich nicht festgefahren hat, der Helfer. Wundert mich wirklich gerade. Haben wir? Auch schwer? Gameplay? Hardcore, ja. Hat der da noch ein... Der hat da noch eine Anhängerkupplung, da kann man sogar noch was hinterhängen. Ach du Scheiße. Dolly und den großen Grün noch hintergehängt. Guck mal wieder hinten einknickt. Mal ein Schlückchen trinken. Solange wir hier warten. Ja, müssen wir überhaupt noch mal fahren? Oder macht er das Ding jetzt komplett? Ich denke, das nächste Feld werden wir verkaufen. Den bringen wir zur BG. Was weiß ich, nehmen wir 10.000 Kredit für den Anhänger nochmal auf. Was kam raus aus der BG? Das müsste eigentlich reichen. Dass wir den Kredit dann komplett abtragen können. Und dann müssten wir halt Attacke mit dem Rocken machen. Da wird sich dann halt auch anbieten mit mehreren Fahrzeugen und dann vielleicht gleich verkaufen. Das war erstmal wieder unsere Finanzen etwas aufbessern. Na, ich glaube, das ist ein Plan. Okay. Was ist das? Achso. Ich stehe den Weg, glaube ich. Es müsste aber gleich voll sein. Eigentlich? Ja. Och, was macht ihr denn da? Das ist nicht euer Ernst, oder? Also Hinderniserkennung hat der Helfer irgendwie überhaupt nicht. Einfach weiterfahren, egal ob da ein Mähdrescher im Weg ist. Wenn das nicht so laut wäre, alter Schwede, ist ja dreckig. Mit der Textur ist das echt ein bisschen doof. Kann man gleich mal ein Foto machen und gleich mal hochladen, dass er das sieht. Boah, das wird er wahrscheinlich wissen. Pass auf, ist gar nicht für Maishäckseln gedacht. Was wär's?
15 Minuten schaffen wir sogar das ganze Feld und fangen das nächste sogar noch an, würde ich sagen. Das freut mich. Ich bin so fröhlich, so fröhlich. Hier sieht man ein. Ja. Kann ich hier vorne fast stehen bleiben. Tja, dann das hinten noch. Braucht gar nicht mehr zurückkommen eigentlich. Ernsthaft? Ein Heim bleibt stehen. Was macht er da jetzt? Stehen bleiben. Taktisches Warten. Ja, das andere Feld verkaufen wir. Das wird reichen, was wir am Mais haben. So ein weiter Weg. Aber wenn wir noch einen dritten Fahrer dazu nehmen, sollte das passen eigentlich. Ich denke, das wird sich rechnen. Oder? Doch, ja. Das sollte sich rechnen. Glück, Glück, Glück. Und das ist Feld 24. Complete. Zack. Ach. 18 Minuten. So, diesmal nehme ich aber einen anderen Trecker. Diesmal nehme ich dann den roten. Den möchte ich als nächstes mal testen. Der wird sich zwar verhältnismäßig quälen, gehe ich mal von aus. Aber ich möchte es trotzdem probieren. Gibt es überhaupt 5.000 Euro Kredit oder 10.000? Bank. Kredit? 30.000 gibt's. Okay, dann halt 30. Farm. Nicht mieten, kaufen.
Zack. Helfer, Helfer, Helfer. Ein Tag, das reicht. So, jetzt muss ich noch mal ganz kurz Fuhrpark. Ich komme an den Deutz. So, und wir haben gleich Feld. Was war das? Hallo? 24. Ja. Das fangen wir an. Das müssen wir dann mit der nächsten Aufnahme. Die hänge ich gleich hinten dran. Ich habe gerade ein bisschen Zeit. Auftrag erledigt. Die löschen wir. Ernte, Feld 24. Fahrer, 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 Fahrer. Du nimmst den Häcksler. Du nimmst den großen Deutz. Den großen Klaas mit dem Anhänger. Nee, stopp. Das machen wir so. Du nimmst den Deutz mit 31. Und ich fahre den mit den. Speichern. Entladestation. Farm Silo. Das mit 2, das kann nur BG sein. Vorgewende sofort. Schwadenablage brauchen wir nicht. Speichern. Wo ist mein Anhänger? Da. Da bin ich mal gespannt. Ob das was wird. Die dicke Karawane. Übrigens, ich habe gesehen, dass übersehen, dass wir von dem roten hier noch einen haben, also im Shop einen größeren. Hätte aber leider das Shopbild vom MB-Truck. Deswegen habe ich den das letzte Mal nicht gefunden und habe hier diesen kleinen genommen. Ist ein bisschen ätzend, aber nicht mehr zu ändern. Will er hin? Falsches Feld. Habe ich das falsche Feld gewählt? Nee. 24. Ja! Das wird interessant mit dem Trecker. Der hat leichte Berganfahrschwierigkeiten. Der könnte ein wenig untermotorisiert sein. Für so eine Arbeit. Bin ich mal gespannt, was der Helfer da hinten macht. Ob der auch tatsächlich hier am Feld ankommt.
Naja, wir beenden hier die Folge auf jeden Fall mit diesem schönen Cliffhanger. Wird der Maishexer es schaffen, zum richtigen Feld zu fahren? Wir werden es sehen in der nächsten Folge. Oder so ähnlich. Na gut, wir machen hier den Cut. Bill, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, haut rein und tschüss. Ciao, bye und so weiter. Tschüss. Tschüss.